Einen schönen Freitagabend und herzlich willkommen zu den Sport 1 News. In einer knappen Stunde rollt endlich wieder der Ball. Nicht mal mehr 60 Minuten sind es bis zum Anpfiff in Leipzig. Dort findet heute also der Auftakt zum Restart statt. Der FC Bayern ist zu Gast und wir schalten zu unserem Chefreporter Kerry Hau. Der ist nämlich vor Ort am Stadion. Kerry, natürlich die Frage, was gibt es rund um die Aufstellungen, die jüngsten Infos, alle interessiert. Ja, was ist mit Jan Sommer? Hast du schon was gehört? Es ist ja immer so eine Stunde vor Anpfiff ungefähr, dass wir die Aufstellungen bekommen. DE, danke dir bis dahin. Und ein Zurückkehren auf die Bundesliga-Bühne gibt es dann heute Abend auch bei Max Eber. Ist er eben zurück, allerdings mit RB Leipzig und trifft dort im Topspiel auf den FC Bayern. Also auch für ihn eine besondere Situation heute Abend. Ja, nach 362 Tagen Abwesenheit, also für ihn spannend, für Jan Sommer natürlich, auch als neuer Bayern-Keeper. Und wo geht's hin für Thomas Müller? Sein Stammplatz wackelt bei der großen Konkurrenz, der da aufgewartet wird bei den Bayern. Und die Frage ist, ob er sich in Zukunft eventuell mit einer Reservistenrolle anfreunden muss. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, wie es für ihn bei der Nationalmannschaft weitergeht. Da sind ja alle Bestrebungen ausgerichtet auf die Heim-EM 2024. Da will man sportlich wieder auf Augenhöhe sein. Und der neue verantwortliche Mann ist Rudi. Und wir stimmen uns weiter auf den Bundesliga-Restart ein. Der BVB ist erst am Sonntag dran gegen den FC Augsburg, kann sich also alle fünf Konkurrenten vor ihnen in der Tabelle erstmal im TV angucken und dann am Sonntag die Aufholjagd starten. Das wäre im Sinne des BVB. Trainer Edin Terzic hatte auf der Pressekonferenz ohnehin viel Positives zu vermelden. Und jetzt haben wir weitere Sportmeldungen auch von der Handball-WM für Sie zusammengefasst. Und damit Sie wirklich nichts verpassen aus der Sportwelt, empfehle ich Ihnen die neue Sport 1 TV-App, die Sie kostenlos herunterladen können. Also alle Highlights der ersten und zweiten Bundesliga gerade jetzt zum Restart natürlich für Sie zu empfehlen auf Apple TV, Android TV und Fire TV. Wir befassen uns jetzt wiederum mit dem Bundesliga-Restart. Der betrifft ja nicht nur die Fußballvereine und Spieler, sondern natürlich auch die Schiedsrichter. Und auch die haben sich in einem Trainingslager vorbereitet, das Ganze im portugiesischen Lagos. Da standen wieder diverse Trainingseinheiten auf dem Programm und ein Thema wurde ganz besonders unter die Lupe genommen. Mein Kollege Martin Quast war dabei. Sehr stark und nach den Fitnesskursen im Stadion müssen heute wieder die Profis ran. Nur noch wenige Minuten bis zum Restart der Bundesliga, gleich noch mehr bei uns in den Sport 1 News. Kurze Pause. Und am Sonntag wird dann natürlich wieder ausführlich im Doppelpass über dieses Topspiel gesprochen, denn Uli Hoeneß ist zu Gast und es wird ein XXL-Doppelpass bis 14 Uhr, von 11 bis 14 Uhr zuvor natürlich auch noch der Countdown. Also da werden alle Themen ausführlichst behandelt. Uli Hoeneß, wie gesagt, zu Gast und Sie dann hoffentlich vor den TV-Geräten oder vor Ort, denn es gibt ja auch was zu feiern, 30 Jahre Sport. Also, das ist der Hinweis für Sonntag. Jetzt viel Spaß mit dem Bundesliga-Restart. Alles im Ticker natürlich auf Sport 1 und ich verabschiede mich. Tschüss.